Der nächste Parasit ist der Leberegel. Der Name sagt auch schon wieder, wo sich das erwachsene, geschlechtsreife Individuum aufhält. Es gibt wieder einen kleinen und einen großen Leberegel. Ich nehme jetzt beispielhaft den Entwicklungszyklus des kleinen Leberegels, weil den finde ich besonders spannend. Es werden zuerst Eier abgegeben, die natürlich dann auch den Endwirt verlassen, zusammen mit dem Kot. Diese werden dann von Landschnecken aufgenommen. Dann entwickeln sich die Larven in einem ersten Schritt. In einem nächsten Schritt werden diese dann auch von diesen Landschnecken wieder abgegeben und danach von Ameisen aufgenommen. In den Ameisen wandert diese Egellarve dann in das Gehirn der Ameise. Und das führt dann zu einer Kältestarre, die eintritt, wenn es gewisse Temperaturen unterschreitet. Also vor allem abends dann, wenn es kühler wird, statt dass die Ameise in den Ameisenbau zurückkehrt, wie sie üblicherweise über Nacht, über die kühle Nacht machen würden, krallt sie sich dann an irgendeinem Grashalm oder was immer gerade in der Nähe ist fest. Und das ist ja auch dann die Zeit, wo gerade das wiederkäuende Schalenwild besonders auf Nahrungssuche ist. Und jetzt kann es zufällig passieren, dass dieser Grashalm zusammen mit der Ameise aufgenommen wird, geäst wird. Und damit hat es die Leberegellarve geschafft, in den nächsten Endwirt zu kommen. Beim großen Leberegel ist die Entwicklungszyklus ein bisschen anders. Da sind Wasserschnecken involviert und dann Wasserpflanzen. Aber am Ende geht es dann auch wieder in den nächsten Endwirt, in dessen Leber.